Meine Vision für die Mobilität der Zukunft in der Stadt sind eigentlich erstmal lebenswerte Kieze, wo der Pkw-Verkehr in den Hintergrund gedrängt ist, wo es vor allem um eine hohe Aufenthaltsqualität geht, wo wir viel Platz haben für Begegnungen, auch für Spiel, für die Menschen, die dort wohnen, dass wir sichere und komfortable Fußwege haben, dass es ein Umdenken in der Planung gibt, dass immer erstmal geguckt wird, was braucht der Fußverkehr, was braucht der öffentliche Verkehr, was braucht der Radverkehr und der Autoverkehr eben an letzter Stelle steht. Ganz wichtig dazu ist es, dass der öffentliche Raum umverteilt wird, dass wir Nachbarschaftsinitiativen stärken, dass wir auch verstärkt über Mobilitätsmanagement nachdenken oder das umsetzen, dass also Leute auch sich mit ihrer eigenen Mobilität auseinandersetzen und da mitgenommen werden, sei es schulisches Mobilitätsmanagement oder auch Mobilitätsmanagement im Wohnbereich oder bei Betrieben. Das finde ich einen ganz wichtigen Aspekt. Aber wir müssen natürlich dann auch an die größeren Verkehre denken. Ganz wichtiges Thema, um eine Alternative für den Autoverkehr zu bieten, ist die Stärkung des ÖPNV. Da ist es ganz besonders wichtig, dass der öffentliche Nahverkehr verlässlich ist. Da haben wir ja in letzter Zeit doch einige Probleme. Da darf also nicht weiter gespart werden. Er muss verlässlich sein. Wir brauchen eine enge Taktung. Wir haben einen guten öffentlichen Nahverkehr in Berlin. Den sollten wir aber auch weiter stärken. Besonders wichtig ist dann auch, dass der öffentliche Verkehr Vorrang bekommt. Wir müssen eigentlich an allen Ampelschaltungen Vorrang für Busse und Bahnen haben. Wir müssen Straßenbahnen ausbauen. Wir brauchen eigene Gleiskörper für die Straßenbahn. Das finde ich einen ganz wichtigen Aspekt. Dann haben wir noch das leidige Thema des Wirtschafts- und Lieferverkehrs. Auch da müssen wir ran. Da müssen wir unbedingt Mikrohubs ausbauen, müssen gucken, dass Belieferung in Kiezen nicht durch größere Lkw oder Transporter passiert, sondern vielleicht über Lastenfahrräder. Da ist eine ganze Menge möglich. Ja, zur Stärkung von Nachbarschaften würde ich denken, wäre eine gute Möglichkeit, was die Landesregierung machen könnte, erstmal es Initiativen ganz einfach zu machen, temporäre Spiel- und Nachbarschaftsstraßen umzusetzen, nach dem Beispiel von London, und dann aber auch im zweiten Schritt immer gleich mit zu überlegen oder zu planen, wie weit man dann aus diesen temporären Lösungen auch dauerhafte Verkehrsberuhigungen oder Veränderungen des Straßenraums gestalten kann. Ja, das würde ich erstmal vielleicht so stehen lassen. Stärkung des öffentlichen Verkehrs, Umgestaltung des Wirtschaftsverkehrs, Rückverdrängung des Pkw-Verkehrs. Genau, das Parken in der Stadt darf auf keinen Fall kostenfrei oder so billig sein. Das geht gar nicht. Also da müssen wir wirklich umdenken und umdenken in der Planung.